Drei Monate vor seinem Tode hatte er noch den Naima Effendi, welcher einige Hefte seiner vom 1000. Jahre der Hijret begonnenen Geschichte an die Pforte eingesandt. Einen Beutel Geldes samt dem Diplom als Reichsgeschichtsschreiber und einer Anweisung von täglichen 120 Aspern, einem Dukaten, Gehalts von der Maut zu beziehen, zugesandt. 13. Juni 1702. Im selben Jahre starb der als Verfasser seiner Weltgeschichte und mehrerer anderer Werke ausgezeichnete Astronom Scheich Ahmed Dede, dann Rodosi Sade Effendi, der Übersetzer des Biografien Ibn Ali Khans, des Fünfers Nisami und der Naturgeschichte Kavinis in Türkische und Verfasser eines Kommentares über vier Kassiden des persischen Dichters Urfi. Endlich die Bänden Dichter Katib und Emri. Dieser Verfasser des Schatzes der Beschreiberkunst. Das Jahr vorher war der unsittliche Scheich Nazmi Mohammed gestorben, welcher das erste Buch des Mesnevi ins Türkische übersetzte und über die sieben heiligen Worte des der Derwische das Werk betitelt, der Prüfstein. Der Ordensregal verfasst. Auch sieben Gelehrte, welche die Biografien der Dichter als solche ausführen, darunter der Mufti Debakzade Mohammed. Noch größere Niederlage von Dichtern, wenn sie diesen Ehrennamen verdienen, hatte der Großwesir Hussein Köprülü im Jahre des von ihm geschlossenen Karlowitzer Friedens erlebt, indem die Biografien und Anthologien in jenem Jahre nicht weniger gestorbene Dichter ausweisen als ein Dutzend. Das kaiserliche Siegel erhielt auf das Mufti Faisullah Wort Mustafa Daltaban Pascha, der Hügelaufschichter von Araberköpfen, der Rohe des Lesens und Schreibens unkundige Erbe, welchem der an ihn vom Großwesir Hüseyin Köprülü geschriebene Brief voll guten Rates wenig genüßt. Er trat unmittelbar die Reife nach der Residenz an. Schon am sechsten Tage von Köprülüs Entlassung war er in der Nähe von Skutari in dem Garten des Vorgebirges, welcher der des Leuchtturms heißt, angelangt, wohin ihm der Mautner und der Kaya seines Vorfahrens mit reichen Geschenken entgegenkamen und der Kaimakam Konstantinopels Yusuf Pascha bewirtete. Am folgenden Morgen setzte er, ohne Konstantinopel zu berühren, nach dem Garten von Floria Ben Estefano ans europäische Ufer über.
und setzte von dort seine Reise nach Adrianopel fort. 21. September. Der Defterdar, der Reis Effendi, der Chaushbashi kamen ihm bis Hafsa willkommen entgegen und ihm geleitete befand sich der ungenannte und unbekannte Verfasser der vortrefflichen Geschichte der Berliner Bibliothek, welcher die Geschichte seiner Zeit als Augenzeuge schrieb. 25. September 1702. Sie trafen ihn unweit Kuleli Töy und übernachteten am dritten Tage hernach im Dorfe Iskenderia, eine Stunde außer Adrianopel, wo auf der linken Seite der Fontäne des Bogenschützen die Zelte fürs Nachtlager aufgeschlagen waren, wo ihn der Reis Effendi bewirtete. Hier kamen die drei ersten Aga des Heeres, die der Jenitscharen Sipahi und Silihdare, ein Sohn des Mufti, der kaiserliche Imam und der Kaimakam Adrianopels, der Wesir, Schwager des Sultans Hassan entgegen. Eine halbe Stunde außer Iskenderie wurden seine Laufer in Samt seine Bedienten in seines Tuch gekleidet in die Chauche kamen, den Zug zu ordnen. Nach einer halben Stunde erschien der Oberstkämmerer und an dem zum Essen bestimmten Orte die Wesire, die obersten Landrichter, die Herren des Divans, der Kaimakam ritt mit ihm Pferd an Pferd. Als der Zug an das Zelt des Mufti gekommen, ging ihm der Mufti nach Vorsteher der Emire bis ans Ende des Zeltteppichs entgegen. Der Großwesir stieg aber nicht beim Auf- und Absitzstein, sondern im Fernen ab, küsste die Hand des Mufti und schlug in die des Katib ein. Nach dem Frühmahle und der gewöhnlichen Bekleidung mit Ehrenpelzen ritten der Großwesir und Mufti, der Naib mit dem Kaimakam und Nishanji Pferd an Pferd, die Herren des Divans nicht in Staatsturbanen. Wiewohl dieselben im Zeremoniell vorgeschrieben. Vor der Stadt standen die Jenitscherin mit ihren Offizieren in ihren Zeremonienhauben zum Gruße bereit. Im Köschke der Aufzüge empfing er das Reichssiegel aus der Hand des Sultans. 27. September. Der Großwesir und Mufti mit Ehrenpelzen bekleidet lehrten zurück. Der erste verfügte sich gerade in den Divan, wo ihm der Offiziere des Generalstabs der Truppen glückwünschend die Hand küssten. Dem Mufti Katib wurden Bündel von Schallschaufeln in kostbaren Stoffen verehrt. Der K-
Kaimakam und Nishanji wurden mit Zobelfelsen über Goldstoff ausgeschlagen. Der Oberstlandrichter mit der über Tuch aufgeschlagenen, der Defterdar Chawushpashi, Reis Effendi mit glänzenden Kaftanen bekleidet. Rasch diesem damals noch so wichtigen Zeremoniell war die erste Maßregel Einkehrung der Kaya, Schatzmeisters und Schwagers des letzten Großvezier, um ihnen Geld auszupressen. Auf des Mufti Empfehlungen wurde bis zur Ankunft des Kaya des Großveziers, welcher mit dem schweren Gepäcke und doch zurück der Vorsteher der Fleischer, der schwarze Mahmud, zu dessen Stellvertreter und Pirifzade, der Imam des Mufti, zu dem das Großvezier ernannt, von Seite des Sultans und der Sultaninnen Khadija und der Walide wurde dem Großvezier Gold ausgeschlagener Zobelpelz, Juwelen besetzter Dolch mit Divans Reitzeug, gezimmertes Pferd gesandt, wofür er dem Überbringer, dem Silahdar Ali von Chorli, 1000 Dukaten, den ihn begleitenden zwei Pagen der innersten Kammer, jedem eine Beutel Geldes und ein aufgesetztes Pferd verehrte.